Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Nicole und ich möchte dir heute etwas über Yoga erzählen auf der einen Seite und dann möchte ich mit dir 5 effektive Asanas machen, die dafür sorgen, dass dein Kopf zur Ruhe kommt. Und da sind wir auch schon bei dem Thema, was ist Yoga überhaupt? Das möchte ich mit einem Spruch von Patanjali dir beantworten, einen sehr, sehr weisen Yogi, der da sagte, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist. Effektiv gesagt, Yoga kann dafür sorgen, dass du im Kopf zur Ruhe kommst. Und wenn deine Gedanken, die dir den ganzen Tag irgendwas erzählen wollen, wie du auszusehen hast, was du zu tun hast, was du nicht zu tun hast, was groß ist, was klein ist, wenn diese Gedanken mal zur Ruhe kommen, dann gehst du in Resonanz mit etwas ganz Großartigem, nämlich mit deiner wahren Essenz. Und bist du mit der in Resonanz, mal mehr, mal weniger, dann kannst du dein wahres Potenzial ausschöpfen, warum du hier auf der Erde bist. Und weil der Mensch nun mal so ist, wie er ist, und es keinen Menschen gibt, der den anderen gleicht, es gibt so ein bisschen Hauptgruppentendenzen, haben die weisen Yogis damals vor vielen Jahren, weil Yoga ist ja ein uraltes indisches System, 6 Haupt-Yoga-Wege entwickelt oder festgestellt. Und diese 6 Haupt-Yoga-Wege werden den Menschen je nach Neigung und je nach Temperament zur Ruhe im Kopf bringen. Das, was wir hier so in unseren Breitengraden am meisten praktizieren, das ist der Hatha-Yoga. Der Hatha-Yoga beschäftigt sich mit dem Grobstofflichen, mit unserem Körper. Weil wir einfach hier so in dieser Region ganz gerne mit dem Körper arbeiten, ihn stärken, ihn kräftigen. Und ist der Körper nicht in seiner Balance, meldet er sich, indem er wehtut oder indem er einfach nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und da greift der Hatha-Yoga. Er hilft uns mit konzentrierten Übungen den Körper zu bewegen und gleichzeitig auch noch die Energieleitbahnen frei zu machen. Das klingt schon mal ganz gut, aber wenn du ehrlich bist und ich mit dir jetzt in irgendeine Haltung gehe, dann ist es oft so, wenn man so am Anfang vom Yoga steht, dass die Gedanken da nicht wirklich zur Ruhe kommen, weil dann gehen die nämlich erstmal los. Stell dir vor, ich sag zu dir, heb mal die Arme hoch, halte und konzentriere dich auf die Arme. Dann wird dein Geist oder deine Psyche einfach, oh, tut das weh. Für was ist die Übung überhaupt? Sie ist ja total doof. Oder, oh, ich halte hier noch eine Minute und noch eine Minute. Hat mit Ruhe im Kopf nicht ganz viel zu tun. Da hat der Yoga noch eine zweite Komponente im Hatha-Yoga mit eingelagert und das ist der Atem. Das heißt, der Atem verbindet dich einmal mit der Außenwelt und gleichzeitig mit deinem Inneren. Das heißt, wenn du jetzt die Arme hochhältst und dich auf den Atem und auf den Körper konzentrierst, wird etwas passieren. Du wirst einen Fokus auf Körper und Atem richten. Und dann kann Ruhe im Kopf entstehen. Das ist auf der einen Seite, was ist Yoga? Jetzt stellt sich aber auch die Frage, warum soll ich mit 50 oder über 50 überhaupt noch mit Yoga anfangen? Das ist eine gute Frage und die kann ich dir von vollem Herzen beantworten. Weil um dieses Alter 50 plus, wird sich eine Schnittstelle auf seelischer und auf körperlicher Ebene bei dir einstellen, ob du willst oder nicht. Es wird was passieren. Und hier kannst du mit Hilfe des Yoga weitergehen. Du kannst dich weiterentwickeln, weil dein Körper wird irgendwann vielleicht Einschränkungen haben. Aber dein Geist, dein geistiges Potenzial läuft jetzt. Dein feinfühliges Potenzial läuft jetzt zu Höchstform auf, wenn du es lässt.
Und weil es mir persönlich sehr wichtig ist, Leute gerade in diesem Alter zu begleiten, dieses Potenzial wirklich auch zu leben und unsere Mitmenschen dabei zu unterstützen, weiterzugehen, habe ich einen Yogakurs entwickelt, einen Einführungskurs, einen Basiskurs für dieses Alter, Yoga 50+. Und wenn du in der Richtung weitergehen möchtest, Stück für Stück einfach weitergehen möchtest, dann möchte ich dir meinen Yoga-Basiskurs 50+ ans Herz legen. Für weitere Informationen klicke auf diesen Link. Und jetzt lass uns ins Tun kommen. Ich werde dir jetzt 5 effektive, einfache Asanas und Atemtechniken vorstellen, die dir helfen, zur Ruhe zu kommen in deinem Kopf. Komm in einen aufrechten Sitz, die Wirbelsäule ist aufgerichtet. Du kannst im Meditationssitz sitzen oder wählst einen Stuhl. Wichtig ist, dass du gut sitzt, das Becken aufgerichtet und das Brustbein geöffnet. Bringe die Hände zunächst ins Gebetsmudra vor dein Herz und nimm 3 tiefe Ein- und Ausatemzüge. Schließ dabei die Augen, atme tief in den Bauch, die Rippen und den Rücken ein und atme dann lange und entspannt aus. Mach das noch 2-mal ein und aus. Ein und aus. Öffne nun die Augen und bring deine Arme nach vorne. Daumen und Zeigefinger berühren sich. Einatmend, bring die Arme nach oben. Atme weiterhin tief in den Bauch. Und ausatmend, lass die Arme sinken. Nun bring deinen Daumen an den Mittelfinger. Einatmen und aus. Gehe weiter zum Ringfinger. Mach das wirklich in deinem Atemrhythmus. Ich gebe dir nur meinen vor. Bring dann den Daumen an den kleinen Finger. Mach das noch einmal. Zeigefinger. Ein. Mittelfinger. Ringfinger. Kleiner Finger. Stütz dich nun mit deiner rechten Hand auf und neige dich zur Seite. Schieb den Po ganz bewusst nochmal in den Boden und zieh den Arm nach oben. Der Kopf ist gerade oder wenn es die Halswirbelsäule zulässt, kannst du auch nach oben schauen. Kinn zum Kehlkopf. Atme nun wieder tief in den Bauch, Rippen und Rücken ein und aus. Halte dies für 3, 5 oder 10 Atemzüge, so wie es für dich heute angenehm ist. Wechsel zur anderen Seite. Einatmen. Nochmal das Becken in den Boden schieben. Kopf gerade oder nach oben und hier die Weite in den Rippen spüren. Einatmen. Aus. Wenn du die Augen schließt, kannst du dich gerne auf den Atem konzentrieren oder auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Komm langsam wieder zurück und gib dir einen Moment zum Nachspüren. Dann komm in den Schlaf.
Stütz oder im Yoga nennen wir das Katze. Bringst die Hände unter die Schultern. Die Knie sind hüftbreit geöffnet. Und du gehst mit der Wahrnehmung jetzt zunächst in diesen Bereich und gibst dir nochmal tiefe Ein- und Ausatemzüge. Und mit dem nächsten Ein- oder Ausatem wähl da einfach, was für dich praktikabel ist. Geh ins Hohlkreuz. Mit dem nächsten Atem geh in den Rundrücken. Der Impuls kommt vom Becken, deiner Basis. Einatmen. Der Impuls der Rundung kommt ebenfalls vom Becken. Ausatmen. Das ist eine gute Bewegung, um die Wirbelsäule wieder in ihr Gleichgewicht zu bringen. Tiefer Atem. Fokussiere dich auf die Bewegung deiner Wirbelsäule. Komm nun in den langen Rücken und stell die Zehen auf. Einatmend gib dir nochmal Länge in der Wirbelsäule. Ausatmend schiebst du den Po nach oben und streckst die Knie so weit, wie es für dich passt. Und die Fersen wollen Richtung Boden, müssen aber nicht. Schiebst dich ganz spitz nach oben, als wenn du ein Hohlkreuz machen willst und schaust zum Bauchnabel. Komm wieder in diesen tiefen Bauchatem. Bauch, Rippen, Rücken. Ein und aus. Auch hier bleib so lange, wie es für dich heute passend erscheint. Dann hebe die Fersen, setz die Knie ab, länge die Füße, schieb den Po nach hinten und baue dir mit deinen Fäusten einen kleinen Turm und leg die Stirn auf die Fäuste. Dein Gesäß geht zu den Fersen so weit, wie es möglich ist. Und auch hier atme wieder tief in den Bauch ein und aus und beobachte, welchen Weg dein Atem nimmt. Dann roll dich langsam wieder auf. Komm noch einmal in den Sitz, indem du gut sitzt mit langer Wirbelsäule. Ich zeig dir jetzt mal noch einen anderen Sitz, das ist der Fersensitz. Mag auch nicht jeder, weil die Knie das nicht mögen, aber such deinen Sitz aus, richte das Becken auf, bring die Hände in eine Art Schale, schließ die Augen und konzentriere dich noch einmal auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Schön, dass du dabei warst und für mehr Yoga 50+, klicke hier. Bis zum nächsten Mal.